Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir sind die Schadenfreunde. In dem heutigen Video geht es mal um unseren Anhänger hier, der diesen Monat zum TÜV musste. Uns war vorher klar, dass er neue Reifen braucht. Deswegen haben wir dem guten Stück zwei neue Reifen verpasst. Und die Siebdruckplatte, quasi die Grundplatte, wie man hier sieht, war völlig ausgenudelt. Deswegen haben wir, ich habe euch das unten mal verlinkt, online gibt es so einen schönen Händler. Da kann man die Platten alle direkt auf Maß sich schon zusägen lassen und zuschicken lassen. Das hat uns jetzt, also eigentlich hätten wir wie gesagt nur die Grundplatte erneuern müssen, aber wir dachten, okay, die anderen, die Seitenplanken hier, sind ja auch schon ein bisschen älter. Da machen wir es jetzt einmal komplett. Und das hat uns jetzt ungefähr 450 Euro gekostet. Außerdem haben wir das Ganze mal ein bisschen modifiziert und hier überall diese Surhilfen, Spannhilfen eingebaut. Vier an der Zahl, zwei vorne, zwei hinten, damit man nicht immer hier unten die Kante nehmen muss und dann den Spanngurt hier rüberzieht. Ja, wir haben dann hier auch überall neue Hutmuttern verwendet. Kriegt man auch relativ günstig. Für die ganzen Muttern und diese Linsenkopfschrauben. Auch unten alles verlinkt. Zahlt man, keine Ahnung, zwischen 70 und 80 Euro bei Amazon. Ja, die Zurhilfen hier kosten, glaube ich, um die 30. Und außerdem haben wir uns mal so ein paar schicke neue Spanngurte, Automatikspanngurte gegönnt. Weil, wie man hier sieht, haben uns jetzt hier einen Autotrailer gekauft, weil wir ja doch öfters mal was mit Autos machen, kleine Projekte und so. Der wird jetzt die Tage hier auch noch fertig gemacht. Die Bremsen sind ganz schön fertig gewesen. Hier liegt die alte Deichsel. Auch schon eine neue verbaut. Den Hydraulikzylinder hier, den werden wir vielleicht sogar umbauen auf elektronischen Betrieb. Aber egal, zurück zum Thema dieser Automatik-Spanngurte. Habe ich euch auch unten verlinkt. Vier Stück, glaube ich, für 30, 40 Euro irgendwie. Die sind halt echt gut, wenn man mal ein Auto holen will, dann bamselt hier nicht überall der Gurt hier noch rum, sind kompakt und einfach super. Und außerdem, die haben glaube ich eine Länge von 3,50 Meter, sind jetzt halt perfekt hier für unsere Spannhilfen. Ja, also der ganze Umbau von dem Hänger. Wie gesagt, sämtliche Webseiten sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wir haben jetzt für alles mit Gurten und dieser kleinen Modifizierung und den neuen Schrauben. Ach so, was noch wichtig ist, wir hatten die natürlich hier geschnitten bekommen. Wir haben die ganzen Kanten jetzt nochmal mit Holzschutzlasur überpinselt und damit da halt kein Wasser eindringen kann und es wieder aufquellt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, also der ganze Umbau hat ungefähr mit den neuen Spanngurten 500 Euro gekostet. Kann man nicht meckern. Ist ein alter Brenda-Abhänger. Ich glaube Baujahr 94. Wir haben den seit 1999. Ja, wollte ich nur mal kurz die Fakten und Zahlen mitteilen. Ja, diese Nupsis, die das Netz halten oder wo man Spanngurte auch noch festmachen kann oder sowas, haben wir die alten einfach genommen, die waren noch gut. Und was ich noch vergessen hatte zu sagen, wir haben das natürlich hier auch alles nochmal ordentlich mit Dichtungsmasse und so präpariert, damit da kein Wasser reinläuft und sich da ausbreiten kann. So, kurz noch zu den Automatikgurten. Die haben eigentlich nur drei Einstellungen. Einmal hier Safety Lock, dass das Ding
quasi gesichert ist. Hier ist unser Ratschbereich und um das Ganze auseinander zu bekommen, machen wir ihn hier auf die letzte Position. Wir können das Ganze jetzt flexibel ziehen. Haken ihn hier auch ein. So, und jetzt können wir das Ganze fest suchen. Wenn wir das wieder lösen wollen, einfach wieder letzte Position aushaken. So, fährt wieder zusammen. Und das war's. Die Dinger sind echt super. In diesem Sinne, schönen Sonntag, eure Schadenfreunde.